Wir kommen zum großen Thema Feuerwehr. Besonders wichtig, vielen lieben Dank allen, die da tagtäglich ehrenamtlich oder auch hauptberuflich zum Beispiel in Graz bei der Feuerwehr tätig sind. Aber die freiwilligen Feuerwehren, die setzen in der Steiermark neben der klassischen Nachwuchsarbeit mit der Feuerwehrjugend auch immer mehr auf sogenannte erwachsene Quereinsteiger. Und dass es niemals zu spät ist, zur Feuerwehr zu gehen, das beweist der 56-jährige Volker Melicher. Das Besondere ist, der kommt nicht aus der Steiermark, der kommt aus Bad Tölz in Bayern. Er hat mit der Steiermark, mit der Südsteiermark, nicht nur seine neue Heimat, sondern vor allem seit 2 Jahren auch mit der Freiwilligen Feuerwehr Leutschach seine neue Berufung gefunden. Gregor Waltl hat mit Volker Melicher aus Bad Tölz Funkkontakt aufgenommen. Da ist Feuerwehr Leutschach, stehe gerade am zweiten Godern, braucht unbedingt noch Hilf. Kommen. Die Einsatzleitung Leutschach nicht verstanden, wiederholen kommen. Ja, legt mich, jetzt versteht er mich schon wieder nicht. Das darf doch nicht wohl sein. Ja, das kann schon mal vorkommen, dass der gebürtige Bad Tölzer Volker Melicher bei seiner Feuerwehr in Leutschach seinen Funkspruch wiederholen muss. Mittlerweile sind die Sprachbarrieren etwas abgebaut und überhaupt ist der 56-Jährige ein wichtiges Mitglied der Leutschacher Florianis geworden. In die Südsteiermark bin ich rein zufällig, weil im Internet das Platzl, wo wir jetzt sind, angepriesen wurde. Da ist natürlich auch ein Gasthaus dabei. Das, wo wir gerade betreiben. Und habe mir gedacht, wenn ich schon in einer neuen Gemeinde bin, muss ich da mich integrieren. Und so habe ich mir gedacht, ist die Feuerwehr eigentlich das Beste, was man machen kann. Volker, viele deiner Kameradinnen und Kameraden haben wohl anfänglich gedacht, naja, der wird halt das eine oder andere Mal beim Feuerwehrfest mit aushelfen. Aber nein, du bist mittlerweile einer der aktivsten und bist bei fast jedem Einsatz mit dabei. Das war immer schon so. Wenn ich irgendwas mache, mache ich es gescheit oder ich mache es gar nicht. Und so ist das auch für mich eigentlich kein Wunder, dass ich bei den Einsätzen, sobald ich Zeit habe, auch mitfahren kann. So aus deiner Sicht, jetzt bist du nicht mehr ganz der Jüngste, ist es immer der richtige Zeitpunkt, zu einer Feuerwehr zu gehen? Ich finde, das ist immer der richtige Zeitpunkt, egal welches Alter. Ganz im Gegenteil, finde ich das sogar da jetzt in Österreich ein kleines bisschen besser wie in Bayern, weil man eben direkt als Quereinsteiger nicht bei der Jugend mithupfen muss, dass das alles ein bisschen mehr auf Erwachsene abgezielt wird. Wie bist du von den Kameradinnen und Kameraden bei der doch großen Feuerwehr Leutschach aufgenommen worden? Ja, das ist eigentlich ganz gut angelaufen. Wir haben da schon mal gleich ein kleines Festl gehabt. Das war das Floriani-Festl, da war ich das erste Mal schon da. Ihr sagt da, glaube ich, Hetz dazu. Wir sagen, ein Gaudi ist. So, Volker, jetzt aber die Probe aufs Exempel. Wir probieren noch einen Funkspruch und jetzt hoffen wir, dass die Verständlichkeit einigermaßen passt. Ja, probieren können wir es ja mal. Ich weiß nicht, was rauskommt dabei. Hier, Feuerwehr Leutschach, bemühe mich, schön zu sprechen. Zäh, fix! Bayern, das sind wir. Bayern und das bayerische Bier. Guten Morgen, Steiermark. Und das Aufstehen macht einfach mehr Spaß. Steiermark.